Jo, hast du mal ein Feuerzeug? Ich habe etwas Neues entdeckt und spreche einfach mit. Wir beim Hörspielprojekt. Hörspielprojekt.de, die Community für Hörspielmacher. Das macht dann 149,95 €. Können Sie uns nicht ein günstigeres Angebot machen? Nein, das kann ich leider nicht. Wir sind hier nicht auf einem Bazar, junger Mann. Na, ein Versuch war es ja wert. Hier bitte. Dankeschön. Und viel Spaß mit der neuen Kamera. Ja, danke. Ist ja für einen guten Freund. Ach, könnten Sie mir die Kamera in Geschenkpapier einpacken? Selbstverständlich. Einen Moment bitte. So, bitte sehr. Und einen schönen Abend noch. Danke und dito. Max? Wo ist der denn wieder? Bestimmt bei den CDs. Da bist du ja. Komm endlich, wir müssen noch Jana abholen. Unglaublich ist das. Stell dir vor, meine Linda ist nicht in den Top 10 gekommen. Scheiße! Ich hab's geahnt. Oh, armer Max. Dann eben mit ihrer nächsten Single. Ja, sicher, träum weiter. Ich konnte leider an der Kasse nicht verhandeln. Na, das habe ich dir ja gleich gesagt. Aber Kevin wird sich freuen. Das ist ein super Geburtstagsgeschenk. Damit rechnet er niemals. Das Neueste vom Neuesten. Da kann er bei seinem nächsten Malle-Urlaub endlich Unterwasserbilder machen. Aber teuer war die Kamera trotzdem. Naja, schon. Aber wir haben doch alle zusammengeschmissen. Jeder ein Fuffi. Also mir war es auf jeden Fall wert. Recht hast du. Dann lass uns mal losdüsen. Jana wartet sicher schon. Ups. Und da ruft sie auch schon an. Ich geh mal ran. Huhu. Hey, habt ihr die Kamera bekommen? Na klar. Kevin wird Augen machen. Wo seid ihr? Wann kommt ihr? Ich warte schon. Wir sind gleich bei dir. Sind schon auf dem Weg zum Auto. In 10 Minuten sind wir da. Aber keine Minute länger. Sonst wird das selbstgekochte Essen von Kevin kalt. Ja, wir geben ja Gas. Bis gleich. Stimmt. Kevin hat ja gekocht. Na, hoffentlich schmeckt das auch. Nicht, dass wir den Pizzaservice bestellen müssen. Och, ich traue ihm ein gutes Essen zu. Bin echt gespannt, was er gezaubert hat. Im Dauerlauf joggten Tom und Max mit der Einkaufstüte durch den Laden, hinaus in die ungemütliche Kälte. Es dämmerte leicht und die beiden Jungs froren. Sie mussten sich tatsächlich etwas sputen. Kevin hatte heute Geburtstag und wollte ein tolles Dinner für seine Freunde zaubern. Um Punkt 18.30 Uhr sollten sie bei ihm sein. Als sie an der Clemensstraße nicht weit vom Einkaufszentrum ankamen, blieb Tom verdutzt stehen. Sag mal, hat er hier nicht geparkt? Keine Ahnung. Ich bin noch mit der U-Bahn gekommen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich meinen Wagen dort am Kiosk abgestellt habe. Sag mal, bist du denn sicher, dass es hier in der Clemensstraße war? Na Logo, ich bin ja nicht blöd.
Ja, im Kiosk. Komm, wir gehen mal rüber. Na, wenn du dein Auto dort wirklich abgestellt hast, dann hast du deine Augen nicht aufgemacht. Absolutes Halteverbot, mein Lieber. Dort, schau dir das Schild an. Das kann doch nicht wahr sein. Da stand vorhin kein Schild. Naja, du hast es sicher übersehen. Es kann noch mal vorkommen. Max, ich bin nicht blöd. Ich parke hier doch öfters und noch nie stand dort ein Verbotsschild. Kacke, Mann. Ach, Tom, jetzt bleib doch mal cool. Überlege ganz genau, ob du wirklich hier geparkt hast. Oh, da gibt's nichts zu überlegen. Ach, scheiße. Und nun? Komm, wir fragen mal den Kioskbesitzer, ob der was mitbekommen hat. Und ob das Verbotsschild schon immer dort stand. Oh, das können wir knicken. Schau, Betriebsferien. Da steht's dick und fett an der Tür. Tatsächlich. Na toll. Oh, und nun? Was soll ich machen? Na, sucht ihr euer Auto? Ja, haben Sie es gesehen? Wenn es so ein blauer Polo war, dann schon. Ja, das ist er. Und? Der wurde abgeschleppt, weil du im Halteverbot gestanden hast. Oh nein, scheiße. Ja, aber das Schild muss doch neu sein, oder stand es schon immer dort? Es steht seit 2 Wochen dort, weil sich der Kioskbesitzer immer aufgeregt hat, dass sein Laden so geparkt ist. Aber ich bin mir sicher, dass dort vorhin noch kein Schild stand. Ich parke so oft hier. Das wäre mir sicher aufgefallen. Dann hast du wohl nicht richtig hingeschaut. Dein Auto wurde auf jeden Fall abgeschleppt, wie 2 andere die Tage auch schon. Ach, scheiße. Wissen Sie denn, um welchen Abschleppdienst es sich handelt? Keine Ahnung. Ich weiß nur aus Erzählungen, wo die Autos hinkommen. Ja, und das wäre? Zum Falkenschrottplatz. Was? Wird mein Auto etwa geschrottet? Das nicht. Aber dort werden die abgeschleppten Autos aus diesem Bezirk abgeliefert. Das habe ich ja noch nie gehört. Auf einem Schrottplatz? Ich kann euch nur das sagen, was ich weiß. Muss jetzt auch weiter. Okay, danke für Ihre Hilfe. Dann werde ich dort mal schnell hindüsen. Das ist aber eine ganz schöne Ecke entfernt. Tja, was soll ich machen? Oh Mann, das wird teuer werden. Verdammter Dreck. Ach, wir machen das zusammen. Ich kann dir natürlich Geld pumpen, wenn du was brauchst. Danke dir, aber ist nicht nötig. Ist ja mein Pech, wenn ich nicht aufpassen kann. Na, dann lass uns los. Ich rufe eben Jana und Kevin an, dass wir später kommen. Nee, fahr lieber mit der U-Bahn zu Jana. Von da aus könnt ihr zu Kevin. Der wartet doch schon sicher ganz ungeduldig. Ich komme nach, wenn ich alles erledigt habe. Müsste ja schnell gehen. Okay, wie du meinst. Dann beeile ich mich, sonst ruft Jana wieder an. Ups, meine Bahn kommt auch gleich. Bis später, Tom. Und viel Glück. Ah, Moment. Fährt der Bus 41 nicht zum Schrottplatz? Boah, keine Ahnung. Ich kenne den Schrottplatz nicht. Aber dieser Bus fährt doch am Rot-Weiß-Sportplatz vorbei, oder? Mhm, das stimmt. Okay, super. Dann weiß ich, wo er ist. Hier, die Tüte mit der Kamera. Dann spute ich mich auf. Bis später, Max. Ja, bis später. Und Tom, pass auf dich auf. Hallo Adrian, du wirst in kurzer Zeit frischen Besuch bekommen. Hoffe, er gefällt dir. Tom und Max trennten sich und liefen in verschiedene Richtungen. Tom in Richtung der Bushaltestelle und Max in Richtung U-Bahn-Station. Max war wirklich schon spät dran und bekam unterwegs von Jana eine SMS mit der Frage, wo sie denn blieben. Als Max ihr zurückantworten wollte, war er schon fast an der Station, die zu Janas Wohnung führte. Etwas außer Atem stand er auch kurze Zeit später vor ihr. Jana hatte diesen zickigen Blick drauf und Max wusste schon, was kommt. Dass ihr immer so trödeln müsst. Ich stehe seit 20 Minuten in der Kälte und warte auf euch. Ach, wenn Jungs einkaufen gehen. Das nächste Mal kümmere ich mich um das Geschenk. Hatte aber leider eine Vorlesung. Ach, wie schön, dass dir nur diese Sache auffällt. Was meinst du da? Nein, jetzt sag bloß nicht, dass Tom einen Unfall oder so hatte. Na, nicht direkt, aber sein Auto wurde abgeschleppt. Daher hat es auch so lange gedauert. Na, das ist ja ärgerlich. Mist. Weiß er denn, wohin sein Auto abgeschleppt worden ist? Naja, eine Frau, die da in der Gegend wohnte, hat es ihm gesagt. Und nun ist er dorthin gefahren. Das wird teuer. Ja, allerdings. Gerade Tom, der eh immer knapp bei Kasse ist. Und nun? Wir fahren jetzt zu Kevin. Tom kommt nach. Wir wissen ja nicht, wie lange er dort braucht. Und bevor das Essen ganz kalt wird, meinte er, dass wir schon mal bei Kevin vorbeischauen sollen. Alles klar. Gut, dass ich für 2 Wochen den Wagen meiner Eltern habe. Die sonnen sich ja gerade noch auf Gran Canaria.
Dann fahren wir jetzt mal mit dem schönen Beetle. Ich hole den eben vom Hof. Eine Minute später fuhr Jana in dem Auto ihrer Eltern die Hofeinfahrt hoch. Max stieg zu ihr und gemeinsam machten sie sich auf den Weg zu Kevin. Jana fuhr teilweise zu schnell, denn die Freunde hatten immerhin eine Verspätung von einer halben Stunde. Aber nach kurzer Zeit erreichten sie das Elternhaus von Kevin. Er und Max hatten noch keine eigene Wohnung und hausten während der Woche in ihrer Studentenbude an der Uni. Während Jana krampfhaft versuchte, rückwärts auf der Seitenstraße einzuparken, bekam Max eine SMS. Na, ich hasse Einparken. Menno, noch ein bisschen vor und ein Stück zurück. Ach, shit. Sag mal, wie lief eigentlich deine Führerscheinprüfung ab? Machst du dich gerade lustig über mich? Aber um es dir zu erklären, leider bin ich durchgefallen, weil ich einen Geisterfahrer überholt habe. Jetzt hast du mich aber geschockt. Na, was denkst du denn? Ha, schau mal, wie perfekt ich jetzt stehe. Wunderbar, Janachen. Ich bin entzückt. Na, mal schauen, wer gesimst hat. Bestimmt Kevin, oder? Nee, Tom. Er schreibt, dass er nun am Schrottplatz ist und in circa 20 Minuten zu Kevin kommt. Das ist klasse. Komm. Sag mal, singen wir ein Städtchen? Na klar. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Kevin. Happy Birthday to you. Ach, welch netter Gesang. Schön, dass ihr endlich da seid. Lass dich umarmen. Alles Liebe zum Geburtstag. Danke dir. Na komm her, alter Sack. Alles Liebe zum Wurzeltag. Dankeschön. Tja, man wird halt älter. Noch bist du jung und frisch. Ja, noch. Aber wo ist denn Tom? Na, der kommt etwas später. Er wurde abgeschleppt. Daher sind wir auch so spät dran. Ach, herrje. Hat er im Halteverbot geparkt? Ganz genau. Hat das Verbotsschild übersehen. Das ist natürlich dumm gelaufen. Aber na, kommt da erstmal rein. Oh, geil. Wie das duftet. Was hast du denn Leckeres gezaubert? Es riecht köstlich. Tja, lasst euch überraschen. Ist doch schon alles fertig. Also es riecht griechisch. Und knoblauchmäßig. Gut, dass ich viele Kaugummis dabei habe. Wann wollte Tom denn kommen? Er hat gesimst, dass er in 20 Minuten hier ist. Vorher gibt es auch kein Geschenk, Kevin. Und du brauchst auch gar nicht so auf die Tüte zu schauen. Ja, ich bin halt neugierig. Aber dann warten wir noch. Ich gehe eben in die Küche, stell alles warm und dann spielen wir noch das neue Mario Kart Wii. Oh nein, da verliere ich wieder. Ach was, ich helfe dir, Jana. Ihr macht euch wieder lustig über mich. Über Jana machten sich Kevin und Max diesmal nicht lustig. Denn die hübsche Blondine zeigte an diesem Abend, was sie drauf hatte. Weil alle vertieft im neuen Wii-Spiel waren, merkte keiner von ihnen, dass es immer später wurde und Tom immer noch nicht da war. Ach, Jana, also heute bist du echt nicht zu toppen. Ich habe eben von euch gelernt. Ach, also so langsam bekomme ich echt Hunger. Ach je, wir haben mittlerweile auch schon 20 Uhr. Nur gut, dass ich alles in den Backofen gestellt habe. Wo bleibt denn nur Tom? Sagtet ihr nicht, er wollte in 20 Minuten hier sein? Na, ich rufe ihn mal an. Tom Tister, hinterlasst mir eure Nachrichten nach dem Signal. Und? Nur die Mailbox. Komisch. Ob er mit den Leuten Probleme hat oder die Rechnung nicht bezahlen kann? Nee, glaube ich nicht. Ich hatte ihn gefragt, ob ich ihm Geld leihen soll. Aber er wollte es nicht. Wisst ihr denn, zu welchem Abschleppdienst er gefahren ist? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er zu einem Schrottplatz ist, weil da sein Auto stehen soll. Auf einem Schrottplatz? Ja, auf einem Schrottplatz. Da war so eine Anwohnerin, die sagte, dass diese Woche schon mehrere Autos abgeschleppt worden sind und alle zu diesem Schrottplatz kamen. Kevin, du hast schon wieder diesen komischen Blick. Ja. Weil ein Schrottplatz eigentlich keine Abstellkammer für abgeschleppte Autos ist. Tja, das Gleiche habe ich mich vorhin auch gefragt. Naja, aber vielleicht ist dort doch ein Platz, wo abgeschleppte Autos vorübergehend hinkommen. Wir warten jetzt noch eine halbe Stunde. Wenn Tom dann immer noch nicht hier ist und auch nicht an sein Handy geht, fahren wir kurz hin und schauen nach, okay? Na klar. Auf jeden Fall. Spielen wir noch eine Runde Wii? Damit du uns wieder abzockst? Lieber würde ich mit euch darüber diskutieren, warum meine geliebte Linda nicht in den Top 10 der Single-Charts gekommen ist. Sie hat es also nicht in die Top 10 geschafft. Ach, wie traurig. Du und deine Linda.
Die drei Freunde unterhielten sich über alles Mögliche. Warum es Linda trotz guter Stimme nicht in die Top 10 geschafft hatte, warum es in Ellas Bar keine Pizza mehr gab und wieso in der Uni mehr männliche Professoren als weibliche arbeiteten. Doch nach 45 Minuten wurden die Freunde etwas unruhig. Okay, das reicht mir. Max, ruf doch Tom noch mal kurz an. Okay, mach ich. Tom Tister, hinterlasst mir eure Nachrichten nach dem Signalton. Danke. Noch immer die Mailbox. Dann sollten wir nun aber wirklich fahren. Ja, sag ich doch. Also kommt. Max, weißt du denn, welcher Schrottplatz das ist? Na, diese Frau sagte was vom Falkenschrottplatz. Ah, das ist der hinter dem Rot-Weiß-Sportplatz. Und du weißt, wo er ist? Ja, ist aber schon ein Stückchen zu fahren. Kein Problem, bin ja mit dem Auto hier. Na dann los. Hä? Wer ist denn das jetzt? Aber was ist... Tom, oh mein Gott. Oh, Schreck. Grässlich. Glückwunsch zum Geburtstag. Völlig erstarrt blickten Kevin, Max und Jana zu Tom. Das kann doch nicht wahr sein, dachten sie. Wie sieht er bloß aus? Seine rötlichen Locken, die immer so schön in der Sonne glänzten, waren weg. Auf dem Kopf war er nun kahl rasiert, die Augen mit einem Lidstrich stark umrandet, und er balancierte in einem rauschähnlichen Zustand. Was um Himmels Willen war passiert? Oh, Tom, was ist mit deinen Haaren passiert? Das ist doch scharf. Mir ist übel. Oh Gott, du siehst grauenhaft aus. Verdammt, Tom, was ist passiert? Nichts, was soll passiert sein? Wo warst du denn? Und wer hat dich so verunstaltet? Niemand, ich... Er übergibt sich! Schnell! Ein Eimer und Lappen! In der Küche, Max! Oh Gott, Tom! Hier, der Eimer, Tom! Oh nein, wir müssen ihn zum Arzt bringen! Besser schnell einen Krankenwagen rufen. Wer weiß, was der Intus hat. Oh, der schwebt vielleicht in Lebensgefahr. Kevin sputete zum Telefon, blätterte in der Zeitung nach dem ärztlichen Notdienst und rief einen Krankenwagen. Tom lag mit dem Rücken auf dem Boden. Er hatte den Kopf auf Janas Schoß liegen. Sie streichelte ihn, während Max sein Gesicht mit kaltem Wasser säuberte. Als der Notdienst eintraf, war Tom fast bewusstlos. Er wurde mit einem Atemgerät und zwei Infusionen auf einer Trage zum Wagen geschoben. Die Studis konnten den Ärzten keine richtige Auskunft über Toms Gesundheitszustand geben, fuhren aber mit Janas Beetle hinter dem Krankenwagen her. In der Uniklinik wurde Tom von einem Arzt untersucht. Die Freunde durften natürlich in der Notfallambulanz dabei sein und Tom, der nun im Krankenbett lag, die Hände halten. Er war inzwischen bewusstlos, aber immer noch an Infusionsschläuchen und der Atemmaske angeschlossen. Und ihr wisst wirklich nicht, was mit eurem Freund passiert ist? Leider nicht. Wie gesagt, er stand plötzlich vor unserer Tür, hatte den Kopf kahl rasiert und musste sich übergeben. Er war wie in einem alkoholisierten Zustand. Aber er roch weder nach Alkohol noch nach etwas anderem. Ich frage deshalb, weil wir vor 3 Stunden eine junge Frau aufgenommen haben, die ebenfalls kahl rasiert auf dem Kopf war. Und in einem tranceähnlichen Zustand, wie ihr Freund hier. Sie liegt immer noch bewusstlos auf der Intensivstation. Wie schrecklich. Aber mehr wissen wir wirklich nicht. Okay, ich werde Ihren Freund jetzt zur Intensivstation abholen lassen und noch sämtliche Blutuntersuchungen durchführen. Steht es denn schlimm um ihn? Seine Vitalwerte sind im grünen Bereich, aber er braucht jetzt absolute Ruhe. Morgen sind alle Ergebnisse da und ich hoffe, dass er dann auch wieder zu sich gekommen ist. Dürfen wir also nicht bei ihm bleiben? Leider nein. Ihr seid ja keine Angehörigen von ihm. Ich denke aber, dass er morgen auf eine ganz normale Station verlegt wird. Da könnt ihr ihn dann besuchen. Naja, wir sind aber seine besten Freunde. Könnt ihr seine Eltern oder andere nahestehende Angehörige verständigen? Natürlich, das werden wir machen. Intensivschwester Anne? Teichert, ich habe den Patienten von eben gerade untersucht. Vital, RR okay, EKG ohne Befund. Könnt ihr ihn abholen kommen? Bin schon unterwegs. Einer von euch begleitet mich bitte gleich noch mit zur Station. Ich brauche noch ein paar Daten für die Anamnese.
Danach würde ich euch bitten, die Angehörigen von eurem Freund zu verständigen. Ja, ich gehe mit zur Station. Fahrt ihr beiden zu Toms Eltern? Klar, machen wir. Und dann? Ich würde sagen, in einer Stunde treffen wir uns an diesem Kiosk, wo Tom geparkt hat. Wie hieß die Straße nochmal, Max? Das war die Clemensstraße. Schräg gegenüber vom Moviepoint. Ah, da. Alles klar. Dann am Moviepoint. Hallo, ich bin Schwester Anne. Wo ist denn der kranke Junge? Sein Zustand ist stabil, muss aber wegen Vitalwerte und so weiter überwacht werden. Bitte veranlassen Sie ein großes Blutbild sowie THC, HPD und Gynt-Werte. Danach schaue ich mir das Ganze nochmal an. Ergebnisse liegen erst später vor. Essen erst morgen früh und dann leichte Schonkost. Der junge Mann hier ist ein Freund von ihm und begleitet mich noch wegen der erforderlichen Daten mit auf die Station. Die Angehörigen werden dann durch ihn verständigt. Alles klar, Dr. Teichertz. So, dann werde ich ihn rausschieben. Ich helfe Ihnen. Danke. Gehst du ans Fußende? Na klar. Bis später, ihr beiden. Bis später, Kevin. Mensch, Mensch, was hat denn dein Freund für Sachen angestellt? Ich glaube weniger, dass er was angestellt hat. Ich vermute eher, dass was mit ihm angestellt wurde. Wirklich? Ja, wie gesagt, ich vermute nur. Und es ist ja immerhin auch schon der zweite Fall heute, wie mir der Arzt eben erzählte. Und Zufall ist das sicher nicht. Ja, das ist wahr. Eine junge Frau hier hat genau die gleichen Symptome. Ach, wie schrecklich. Ist sie denn wenigstens außer Lebensgefahr? Das schon. Aber mehr darf ich auch nicht sagen. Patientengeheimnis. Du verstehst? Ja, ich verstehe. Aber trotzdem noch eine Frage. Der Arzt sagte, sie wurde auch kahl rasiert hier eingeliefert. Ich nicke jetzt mal einfach. Wurde sie denn von jemandem hierher gebracht? Junge, ich darf darüber keine Auskunft geben. Ja, ich weiß das. Aber es ist mir wichtig. Immerhin wurde ein Freund von mir wahrscheinlich misshandelt. Jetzt erst langsam wieder an, mich von dem Schock zu erholen. Sie müssen ja auch nichts sagen, sondern einfach nur mit dem Kopf nicken. Okay, Ihr Freund hat sie gebracht. Wir haben ihn aber ebenfalls nach Hause geschickt, da er ganz geschockt über ihre äußere Erscheinung war und sie auch, genau wie dein Freund, absolute Ruhe braucht. Okay, wenn Sie mir jetzt noch den Namen von dem Freund geben, dann... Nein, absolut nicht. Ich habe viel mehr gesagt, als ich darf. Tut mir wirklich leid. Und Kevin bohrte auch nicht mehr nach. Er wusste bereits, dass er viel zu weit gegangen war. Trotzdem war ihm die Schwester wohl nicht allzu böse, weil sie gut nachvollziehen konnte, wie es Kevin gehen musste. Brav und ohne weitere Fragen gab Kevin die persönlichen Daten von Tom zu Protokoll und verschwand anschließend aus der Klinik, nachdem er Tom noch einmal kräftig die Hände drückte. Währenddessen standen Max und Jana vor Toms Haustür und klingelten Sturm. Hubert, wer ist das noch so spät? Ob es Tom ist? Ich weiß nicht, Schatz. Schau doch mal eben nach. Komme schon. Oh, hallo Max. Hallo Jana. Sag mal, seid ihr gar nicht bei Kevin? Hallo. Guten Abend. Na ja, wir waren da. Kommt erst mal rein. Hubert, Max und Jana sind hier. Ich komme schon. Hallo, ihr beiden. Guten Abend, Herr Tister. Ihr seid doch aus einem bestimmten Grund hier, oder? Naja, es geht um Tom. Max, willst du? Was ist mit unserem Sohn? Also, Tom ist im Krankenhaus. Um Gottes Willen, was ist passiert? Wir wissen es leider auch nicht genau. Es fing alles damit an, dass Tom und ich für Kevin eine Kamera gekauft haben. Max erzählte Toms besorgten Eltern die ganze Geschichte. Frau Tister hatte Tränen in den Augen, als sie hörte, dass seine schönen, rötlichen Locken ab waren und er bewusstlos im Krankenhaus lag. Auch Herr Tister hatte einen Kloß im Hals sitzen. Es tut uns wirklich sehr leid, aber wir dachten, wir kommen lieber persönlich vorbei. Das ist auch wirklich lieb von euch beiden, aber wir müssen jetzt sofort zur Uniklinik. Natürlich, das ist ja verständlich. Hubert, gib mir doch bitte meinen Mantel. Bitte, mein Schatz, beruhige dich etwas. Tom wird es sicher gut gehen. Ich danke euch beiden. Dann kommt auch gut nach Hause. Ich melde mich bei euch. Dankeschön. Komm, Jana, lass uns auch fahren. Denk daran, wir haben noch einen Termin. Auf jeden Fall. Komm. Da seid ihr ja endlich. Und? Wie haben Toms Eltern reagiert? Naja, sie waren schockiert.
haben sich aber bei uns bedankt. Hat jemand von der Station noch was zu Toms Diagnose gesagt? Das nicht. Aber ich habe herausgefunden, dass es einem Mädchen wohl genauso ergangen ist wie Tom. Du ahnst doch mehr, Kevin, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich vermute sogar, dass Tom Opfer eines Verbrechens wurde. Ach du Scheiße! Das gibt's doch gar nicht. Mensch, hast du mich erschreckt. Was ist los? Na, schaut mal zum Kiosk da drüben. Na und? Na, das Verbotsschild steht dort nicht mehr. Hä? Ja, aber dann hast du recht, Kevin. Es könnte wirklich irgendeine Falle gewesen sein. Das muss nicht. Kann aber. Dann hatte Tom auch recht. Oh nein. Und ich habe ihm doch die Schuld für seine Dämlichkeit gegeben. Ja, das konntest du doch nicht wissen. Doch. Ich mache mir jetzt schon etwas Vorwürfe. Scheiße. Hey, jetzt lass gut sein. Du kannst nichts dafür. Genau. Wir sollten uns lieber mal den Schrottplatz ansehen. Ich weiß ja, wo er ist. Bin da als Kind öfters gewesen, weil ich beim Verein Rot-Weiß Fußball gespielt habe. Dann nichts wie los. Aber den Beetle stelle ich dort in der Nähe lieber nicht ab. Kevin und Max stiegen zu Jana in den Beetle und gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum Schrottplatz. Weil Kevin fast wie ein Navigationsgerät sprach, waren die Freunde schnell vor Ort. Jana parkte ihr Auto auf dem Parkplatz des Rot-Weiß-Sportplatzes. Von dort aus konnte man über die Bäume den hohen Zaun des abgesperrten Schrottplatzes sehen. Dunkel und unheimlich war es hier. Und der Wind wehte eisig. Also, als Kind kam mir der Schrottplatz größer vor. Naja, Kinderaugen sehen die Welt halt ganz groß. Dann lasst uns mal nachschauen, ob wir Toms Auto auf dem Schrottplatz finden. Ja, das glaube ich kaum. Erst einmal müssen wir noch diesen kleinen Pfad entlang gehen. Dann kommen wir direkt zum Seiteneingang. Ja, und wo ist der Haupteingang? Der ist auf der anderen Seite. Dort werden die Autos, die verschrottet werden, abgegeben. Ach so. Na dann kommt. Meine Handtasche lasse ich lieber hier im Auto. Man weiß ja nie. Die brauchst du ja jetzt auch nicht wirklich. Puh. Allein würde ich hier abends aber auch nicht rumlaufen. Ja, das glaube ich dir gerne. Es ist aber auch stockdunkel. Psst, seid mal leise. Da kommt wer angerannt. Sollen wir uns nicht verstecken? Ja, wozu? Keine Bange, wir sind doch zu dritt. Alles ätzend. Ich könnte kotzen. Verdammter Dreck. Oh, guten Abend. Hi, sag mal, kommst du gerade vom Schrottplatz? Was geht dich das an? Eigentlich nichts. Aber es hätte ja sein können, dass du, genauso wie wir, dein Auto vermisst. Ach nee. Wurde dir auch abgeschleppt? Dann braucht ihr zum Schrottplatz gar nicht hinlaufen. Warum denn nicht? Na, ich habe das Auto meiner Freundin dort nicht gefunden. Angeblich wurde es dorthin abgeschleppt. Eine Frau sagte ihr, dass ihr Auto zu einem Schrottplatz gekommen wäre. Daraufhin ist sie alleine hierhin. Sie rief mich unterwegs noch vom Handy an und sagte, dass sie zum Falkenschrottplatz fährt, um ihr abgeschlepptes Auto abzuholen. Und dann? Wir waren zum Essen verabredet und als sie nach 2 Stunden immer noch nicht da war, zwischendurch auch nicht an ihr Handy ging, wollte ich losfahren und sie dort suchen. Als ich vom Eingang des Restaurants aus zu meinem Auto wollte, stand dort eine Frau mit Glatze und schwarz umrandeten Augen, die wirres Zeug brabbelte. Als ich näher herankam, dachte ich, mein Schwein pfeift. Die Kahlrasierte war meine Freundin. Ich konnte gar nicht glauben, was passiert ist. War völlig entsetzt. Ich fragte sie, was passiert wäre. Doch sie antwortete nicht. Sie sang. Und kurze Zeit später erbrach sie. Und zwar so stark, dass sie bewusstlos wurde. Ihr Gehirn hat wohl keinen Sauerstoff mehr gehabt. Unglaublich. Weißt du denn, wie sie zu deinem Auto gekommen ist? Das frage ich mich auch. Aber ich weiß es nicht. Ich musste sie sofort ins Krankenhaus bringen. Tja, und da liegt sie nun, auf der Intensivstation. Das tut uns sehr leid. Unser Freund liegt mit der gleichen Symptomatik auch im Krankenhaus. Ihm muss wohl das gleiche Verbrechen passiert sein. Ach je. Hatte er denn auch eine Glatze und diese schwarz umrandeten Augen? Ja, genau so war es bei ihm auch. Er sprach wirres Zeug und ihm war auf einmal kotzübel. Lag wohl am Serum, was auch immer er intus hatte. Sag mal, hast du dich auf dem Schrottplatz umgesehen? Serum? Ja, hatte ich. Ist aber niemand da. Habe auch die Polizei informiert und den Fall geschildert. Doch die sagte, dass es dafür keine Beweise gibt und sie aufgrund von Vermutungen nichts machen können. Na, ich könnte kotzen. Das ist mal wieder typisch Polizei. Naja, ich meine, wenn es keine Beweise gibt, dann ist das immer schwierig. Wenn ihr zum Schrotti wollt, um was herauszufinden, dann könnt ihr das vergessen.
Es ist niemand dort. Habe alles abgeklappert. Bin sogar über den Zaun drüber, aber ich habe nichts Wichtiges gefunden. Sag mal, wurde deine Freundin aufgrund eines Halteverbots abgeschleppt? Ja, das wurde sie. Und sie konnte sich nicht daran erinnern, dass dort ein Schild stand, wie sie mir sagte. Genau wie bei Tom. Langsam wird mir das alles zu unheimlich. Sag mal, hast du diese Frau auch gesehen? Leider nein. Ich war ja nicht dabei. Aber ich habe sie bei Tom gesehen. Und ich werde sie garantiert auch wiedererkennen. Tut mir leid, ihr drei. Ich wollte mal nach meiner Freundin sehen. Geht am besten auch nach Hause. Bringt ja doch nichts. Dank dir für deine Auskunft. Wenn wir was wissen, können wir uns ja melden. Umgekehrt natürlich genauso. Liegt euer Freund auch in der Uniklinik? Ja, das tut er. Okay, dann werden wir uns ja dort wiedersehen. Ich bin übrigens der Sascha. Angenehm. Das sind Jana, Max und ich bin Kevin. Hi. Hey. Macht's gut. Ach, noch eine letzte Frage. Weißt du, wo das Halteverbotsschild stand, das deine Freundin angeblich übersehen haben soll? In der Nähe vom Stadtpark. Ja, ganz schön geschickt. Wieso? Sie stellen dieses Schild garantiert immer nur eine kurze Zeit irgendwo auf und beobachten ihre Opfer. Aber wie schleppen sie das Auto ab? Das macht doch alles irgendwie keinen richtigen Sinn. Ich verstehe nicht, was du damit sagen willst. Ja, auch nicht so wichtig. Bis dann. Tschüss. Passt auf euch auf. Sascha verschwand vom Trampelpfad. Kevin, Max und Jana machten sich aber auf den Weg zum Schrottplatz. Man konnte ihn von einem kleinen Hügel schon sehen. Und je näher sie an diesen dunklen Ort kamen, desto unheimlicher wurde ihnen. Der Schrottplatz war groß, aber überschaubar. Kein einziges Scheinwerferlicht leuchtete im Hof. Überall standen in mehreren Reihen kaputte Fahrzeuge herum. In der Mitte des Platzes war eine Art Bungalow, wo anscheinend die Büros und die Verwaltung waren. Doch der Platz war umzäunt, so dass man ihn nur schlecht erreichen konnte. Die Studis sahen diesen Bungalow auch nur von der Rückseite, da sie ja am Ende des Schrottplatzes waren. Der Vorteil war, dass sie hier nicht so schnell entdeckt werden konnten. Auch wenn der Schrottplatz um diese Zeit schon geschlossen war, konnte man nie wissen, wem man vor allem am Haupteingang begegnen würde. Mein Gott, ist das unheimlich hier. Das haben Schrottplätze nun mal an sich. Wonach sollen wir denn jetzt suchen? Also über den Zaun kletter ich nicht. Schaut mal, wie hoch er ist. Und obendrauf ist noch Stacheldraht. Stimmt. Wie Sascha das wohl geschafft hat. Kevin, dein Blick verrät wieder alles. Was Sascha geschafft hat, schaffen wir auch. Tja, das war ja klar. Optimistisch wie immer. So ist er nun mal. Aber nach was suchen wir? Hier ist doch weit und breit niemand. Da seid euch mal nicht so sicher. Vor den Studis tauchte wie aus dem Nichts ein alter Mann mit Schnapsflasche und alten, verdreckten Lumpen auf. Er sah krank und sehr mager aus. Seine grauen Haare gingen ihm schon bis über die Schulter. Und sein Bart sah aus wie der vom Nikolaus. Wer sind Sie? Nur ein dummer Landstreicher, der aber einen guten Blick hat. Einen guten Blick? Ja, ja. Einen guten Blick, meine Dame. Ich bin Karl und hab hier mein Domizil. Sie meinen auf dem Schrottplatz? Nein, mein Junge, dort. Dreht euch mal ein Stückchen um. Da, seht ihr? Sie meinen die kleine Hütte aus Holz, die am Baum dort steht? Genau die. Es war einmal eine Bude von Kindern, aber die konnte ich verscheuchen. Und seitdem schlafe ich dort täglich. Das ist aber nicht gerade nett, dass sie den Kindern die Bude weggenommen haben. Das war sicher viel Arbeit für die Kids. Ja, mag sein. Aber sie haben ein Zuhause. Eine warme Mahlzeit, eine Dusche, ein Bett, eine Familie. Ich habe niemanden mehr. Nicht mal einen Freund. Die warme Mahlzeit könnten Sie statt der Schnapsflasche zu sich nehmen. Ach, Quatsch! Der Schnaps wärmt mich bei der Kälte. Den brauche ich zum Überleben. Oder um noch kränker zu werden. Junge! Jeder hat ein Laster. Der eine so, der andere so. Sie sagten gerade, dass wir uns nicht so sicher sein sollen, dass hier niemand ist. Haben Sie etwas gesehen? Ich habe einiges gesehen und gehört. Und was? Sag ich nicht. Außer ich bekomme von euch was Ordentliches zum Anziehen und eine Schere. Hä? Wozu denn die Schere? Na, um meinen Bart und meine Haare zu schneiden, Junge. Die Leute bezeichnen mich schon als Opa.
Ach, egal. Also, wie steht's mit dem Deal? Ja, heute geht's aber nicht mehr. Wir haben noch zu tun. Aber morgen... Dann eben nicht! Gute Nacht! Moment! Ich habe eine Idee. Hier, bitte. Meine Mama ist Designerin und Maskenbildnerin vom Beruf. Sie können dort morgen um 10 Uhr hin und sich einkleiden und frisch machen lassen. Meine Mutter hat sicher noch viele Stoffreste übrig. Und ein Haarschnitt dürfte kein Problem sein. Sie stylt nämlich gerne. Ich werde sie gleich anrufen und das abklären. Dann machst du das aber jetzt sofort. Damit ich weiß, dass das keine Lüge ist. Alles klar. Ich rufe jetzt an. Weißt du noch, wo Max als Transe im Club 99 war? Oh, ich hätte ihn zu gern damals gesehen. Na klar weiß ich das noch. Er ist mir förmlich in die Arme gesprungen. Ganz top gestylt. Seine Mutter hat was drauf. Hey, wer flüstert, der lügt. Max telefonierte mit seiner Mutter und erklärte ihr, was geschehen war und dass er Hilfe brauchte. Natürlich zeigte sich Frau Matura einverstanden und versprach Max, den Obdachlosen morgen früh irgendwie herzurichten. Karl freute sich und trank vor lauter Glück einen riesigen Schluck aus seiner Schnapsflasche. Oh. Na, dann erzählen Sie schon, was Sie wissen. Als ich heute in meinem Häuschen unter der Wolldecke saß, habe ich Schreie eines Mädchens gehört. Die kamen vom Schrottplatz. Das müsste so um 15 Uhr gewesen sein. Habe auf jeden Fall die Kirchenuhr dreimal schlagen gehört. Mein Tagesplan richtet sich nämlich nach ihr. Ja, ich ging also raus und schaute nach. Aber ich konnte nichts sehen. Und eine halbe Stunde später hörte ich dann wieder Schreie. Zwar ganz, ganz leise, aber ich konnte sie hören. Es hatte sich angehört, als wäre jemand lebendig begraben. Oh mein Gott. Und weiter? Knappe 3 Stunden später, also um 19 Uhr, hörte ich die Schreie eines Jungen. Erst laut, dann auch wieder leiser. Das war bestimmt Tom. Und um 23 Uhr hörte ich wieder die Schreie eines Mädchens. Allerdings diesmal nur laut und nicht leise. Heiliger Strohsack. Konnten Sie denn nichts sehen? Leider nicht. Ich konnte es nur hören. Haben Sie das denn schon öfter gehört? Oder war es heute das erste Mal? Nein, das war heute das erste Mal. Ich sag euch, irgendwas stimmt da nicht. Verdammt, es ist 23:30. Die Pizzeria schließt gleich. Ich muss mir mein Abendessen holen. Also dann, ich muss los. Warten Sie. Sie müssen... Ich muss gar nichts. Aus dem Weg. Ich muss was zu essen haben. Sonst geht's mir schlecht. Macht keinen Unfug. Das gibt es doch nicht. Weg ist er. Und ihr beiden sagt gar nichts. Wir können doch jetzt eins und eins zusammenzählen. Irgendwas geht da vor sich. Das ist nach seiner Aussage klar. Außerdem würde er uns eh nur aufhalten. Was meinte er wohl damit, dass die Schreie mal laut und mal ganz leise sind? Ich vermute, dass sie, wer auch immer das oder die sind, ihre Opfer irgendwo einsperren. Sie bestellen sie zu sich hin, um das Auto abholen zu lassen und misshandeln ihre Gefangenen in irgendeiner Art und Weise. Die lauten Schreie, die kommen von draußen und... Die leisen Schreie von innen. Gott, was geht da bloß vor sich, wenn es tatsächlich so ist? Das müssen wir herausfinden. Ich kann mich auch täuschen, aber ich gehe hier nicht eher weg, bis ich mir sicher bin, dass hier niemand ist. Und was hast du vor? Wir beide, Max, klettern jetzt über den Zaun. Jana bleibt hier, falls was passiert und... Das kommt gar nicht in Frage. Ich komme mit. Wer weiß, was auf dem Schrottplatz los ist. Zu dritt sind wir stärker. Schon, aber dann kann uns niemand helfen, wenn wir in der Klemme stecken. Ich bleibe in dieser Dunkelheit hier nicht alleine stehen. Wenn mir was passiert, kann ich euch auch nicht mehr helfen. Jana, bitte jetzt... Ich komme mit und basta. Also, ich klettere vor und drücke euch den Stacheldraht nach unten, damit ihr drüber steigen könnt. Kevin, meinst du schaffst das? Wie willst du dich selbst festhalten und den Draht von oben drunter drücken? Ah, auch schon gut. Wenn Blicke töten könnten. Du weißt doch, Max, unser Fitness-Kevin kann das. Nicht umsonst ist er im Klettersport. So, dann mal rauf. Jetzt. Na los, Jana. Du als Erste. Und wenn du drüben bist, dann versteck dich erst einmal in der ersten Autoreihe. Nicht, dass hier irgendwo doch einer rumläuft und man sieht. Vorteil
Vorteil ist, dass wir am hinteren Ende des Schrottplatzes sind. Der Haupteingang ist ja vorne. Nun komm. Okay. Geht's? Gut, dass ich keine Schuhe mit hohen Absätzen anhabe. Dann rüber mit dir. Ich halte den Stacheldraht etwas runter. Ich weiß gar nicht, wie ich mich festhalten soll. Da komme ich nicht rüber. Stütz dich auf meine Schulter. Ich habe einen guten Halt. Und dann los. Okay. Komm, noch ein kleines Stück. Oh, Mist. Boah, geschafft. Jetzt vorsichtig runter. Super. Ich versteck mich schon mal. Okay. Jetzt du, Max. Alles klar, ich komme. Halt dich an mir fest. Ich halte den Draht runter. Oh, dann lauf zu Jana. Okay. Oh, Scheiße! Mein Handy. Verdammter Dreck, es ist mir aus der Tasche gefallen. Nicht wibbelig werden. Vorsicht, gehe ich jetzt drüber. Geschafft. Hierher, Max. Bin schon da. Oh. So, jetzt ich. Ich mal ein Dreh. Und das rechte Bein. Gut. Geschafft. Richtig drehen. Was heißt denn? Langsam loslassen. Ja. Scheiße! Runter. Hey! Bruder! Hau ab! Verdammter Dreck! Was willst du hier? Meine Katze ist ausgebüxt. Sie wurde gegen Armtier gesichtet. Ich dachte, ich schau mal nach. Können Sie bitte die Waffe von meinem Kopf nehmen? Nicht schlecht. Sehr lecker. Was? Was meinen Sie? Dich meine ich. Schöne dunkle Haare, einen schönen Körper. Heute ist mein Glückstag. Glückstag? Jetzt habe ich noch zweimal meinen Spaß. Und das sogar umsonst. Dabei wollte ich doch nur eine rauchen. Steh auf und mach keine Mucken. Sonst kann ich noch ungemütlicher werden, als ich eh schon bin. Ja, kein Stress. Na, dann wollen wir doch mal die Überwachungskameras einschalten. Oh, verdammt! Natascha Maus! Ich komme und bringe Besuch mit! Ach du Scheiße! Das musste ja kommen. Hatte gerade tierische Angst um Kevin. Na, ich auch. Wir müssen schnellstens Hilfe holen. Sollen wir die Polizei rufen? Na klar müssen wir das. Kevin wurde mit einer Pistole bedroht. Dann ruf schnell an. Ja, mach ich. Das Handy ist im Arsch. Ist mir gerade aus der Tasche gefallen. Menno! Da musst du anrufen. Das geht nicht. Hab das Handy in meiner Handtasche, im Auto. Scheiße! Stimmt ja. Und jetzt? Wir müssen uns schnell was überlegen. Der Typ will die Überwachungskameras gleich einschalten. Meinst du, du schaffst es über den Zaun? Auf jeden Fall nicht unter Druck. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Wir wissen leider nicht, mit wie vielen Leuten wir es zu tun haben. Obwohl, es könnten ja auch nur zwei sein. Bist du sicher? Ich kann mich natürlich auch täuschen. Aber er rief doch gerade nach einem Frauennamen. Was machen die da bloß? Und was haben sie jetzt mit Kevin vor? Keine Ahnung. Aber wir werden erst herausfinden. Komm, schnell! Was hast du vor? Erkläre ich dir. Während Max und Jana sich durch die Autoreihen schlängelten, wurde Kevin von dem kahlköpfigen Mann eine Treppe hinunter in den Keller des Bungalows geführt. Es war sehr dunkel, aber der Keller schien auch nicht allzu groß zu sein. Drei Türen sah Kevin hier im Untergeschoss. An der zweiten Tür blieb er stehen.
Der Mann öffnete sie und trat hinter Kevin ein. Kevin traute seinen Augen nicht und musste schlucken. Vor ihm hing eine langhaarige, blonde, nackte Frau an zwei Ketten, die in die Decke gebohrt waren. Ihr Körper war mit irgendetwas Braunem eingeschmiert. Kevin sah die Tränen in ihren Augen. Der Raum war dunkel und dreckig. Überall lagen in den Ecken Scheren, elektrische Rasierer, kaputte Spiegel, Spritzen, palettenweise Schokoaufstriche und irgendwelche kosmetischen Instrumente. In der Mitte des Raumes waren Tische und Stühle. Mehr nicht. Kevin wurde ganz blass um die Nasenspitze. Und er musste sich stark zusammenreißen, um jetzt nichts Falsches zu machen. Los, darüber! Au, ja, ich gehe ja schon. Ah, mein Knie. Shit. Natascha, Schätzchen, komm doch mal her. Ich hab was für mich. Ach, herrje, noch einen. Dann werde ich ja erst spät zu Hause sein. Ist er nicht schön? Er passt auf jeden Fall in deine Vorstellungen. Ach Schatz, mach doch bitte die Überwachungskameras an und überwache das Außengelände, ja? Alles klar. Sonst noch was? Verschließ meine Tür. Ich will nicht gestört werden. Jetzt wird sich ausgetobt. Okay. Aber treib es nicht so wild. Ich bin müde. Keine Sorge, mein Schatz. Bye, bye. Zieh dich aus. Was? Sie spinnen wohl. Oh, vielleicht. Na los, mach schon. Oder ich blas dir das Gehirn weg. Was haben Sie vor? Das werde ich dir gleich an dieser Dame präsentieren. Was soll das? Ausziehen. Kevin zog sich bis auf die Unterhose aus. Adrian hielt die Waffe auf ihn gerichtet und bewunderte seinen Körper. Oh, das wird lecker. Nun stell dich auf diesen Tisch und stecke deine Hände dort oben in die Ketten. Ich soll mich selber fesseln? Na klar. Also los. Kevin kletterte auf den Tisch und steckte seine Hände in die Ketten. Adrian stellte sich hinter Kevin auf einen Holzstuhl und verschloss sie. Dann zog er den Tisch unter Kevins Beinen weg. Und der Studienführer hing wie eine Leiche zu Boden. Herrlich. Zwei hübsche Menschen, die ich jetzt vernaschen darf. Was haben Sie vor? Das wirst du sehen, wenn ich dir gleich dein Unterhöschen ausziehe. Aber vorerst schau zu, was ich mit dieser hübschen Blondine mache. Dann kannst du dich schon mal auf deinen Einsatz freuen. Wie mieses Schwein! Oh, ich liebe es, wenn man schreit. Das tönt mich so richtig an. Erst einmal schlecke ich deinen schönen Körper. Dann wirst du kahl rasiert. Verdammt, lassen Sie das Mädchen in Ruhe. Warum tun Sie das? Schau mich an. Na los, schau mich an. Siehst du meine Narben und meine Glatze? Siehst du es? Ja, siehst du es? Ich dulde keine schönen Menschen. Ich habe viel durchmachen müssen. Und jetzt soll es anderen genauso ergehen. Ich verunstalte gerne Leute. Ihr sollt das erleben, was ich jahrelang durchmachen musste. Keine Angst, ich tue niemandem körperlich weh. Ich schlecke diesen schönen Körper mit meiner Schokocreme ab. Das mache ich, weil ich den Genuss eines schönen Menschen erleben möchte. Da ich immer das hässliche Entlein war. Und anschließend werden die Haare dann abrasiert und die Augenlider tätowiert. Danach gibt es ein Serum, damit ihr erst einmal alles wieder vergesst. Ja, jetzt seid ihr aufgeklärt. Es ist nichts Schlimmes, aber ich liebe es, wenn ich schöne und hübsche Menschen auch mal quälen darf.
Was haben Sie davon? Oh, sehr viel. Ich fühle mich nicht mehr so alleine, sondern verbunden. Und ich habe für einen Moment das Gefühl, dass ich selber sehr schön werde, wenn ich an diesen wunderschönen Körpern lecke. Ja. Das können Sie doch mit Ihrer Freundin machen und nicht mit uns. Mein Schatz ist 40 und hat nicht mehr diesen Traumkörper. Und jetzt halt die Klappe. Och, nicht weinen, kleines Girl. Ein Stück von deinem blonden Pony. Nein. Rasier ich dir schon mal ab. Sieh von mir weg. Oh, armes Tok Tok. Wo ist denn meine Schneidemaschine? Hier. Was machst du da? Ja, schrei. Das finde ich so richtig scharf. Verdammt, das Arschloch! Verdammt! Er hat nicht meine Haare! Mami ist schon. Lass sie los! Und nun schlecke ich deinen wunderschönen Körper ab. Oh ja! Lass sie! Lass sie in Ruhe! So krieg ich dich noch! Verdammter Mistkerl! Du in Ruhe! Lecker! Oh, lecker! Oh, sehr schön auf so einen schönen Körper! Während der kahlköpfige Mann mit ganzem Genuss die Schokocreme, mit der er das blonde Mädchen eingerieben hatte, abschleckte, überwachte seine Freundin Natascha Lenk das Außengelände. Sie zündete sich eine Zigarette an und fluchte. Ach, ich hab keinen Bock mehr. Bin müde. Ich bin doch professionelle Autoknackerin. Warum mache ich nicht mein eigenes Ding? Naja. Vielleicht dann, wenn mein Schatz Adrian seinen Frust durchlebt hat. Wenn seine Opfer wüssten, dass ihre Autos nur in irgendeiner Nebenstraße abgestellt sind. Ach, mal hören, was die Charts so sagen. Hey, wer läuft denn da auf dem Schrottplatz rum? Ah, ein Mädel. Die sucht bestimmt ihren Freund. Ich schlage sie lieber bewusstlos. Sonst dauert es noch länger heute Nacht. Ach, wo ist sie nur? Ah, da vorne zwischen den Autos. Dann mal leise ranschleichen. Keine Bewegung, kleines Luder. Oder du bist fällig. Schön die Hände hoch. Tun Sie mir nichts. Das liegt ganz an dir. Hier, nimm das. Verdammt. Jana, schnell die Pistole. Hab sie. Schön die Flossen hoch. Du kannst mich mal. Na los, sonst puste ich dir deine Titten weg. Jana. Ist doch wahr. Dein Kotflügel hat wohl nicht allzu gute Wirkung gezeigt, Max. Da muss ich nachhelfen. Oh, verdammte Göre. Mein Schädel. Oh. Der Kotflügel hat wohl doch gute Wirkung gezeigt. Mein Kopf. Da hat sie aber Glück gehabt. Ach nee. Sieh mal eine an. Das ist doch die verlogene Anwohnerin von der Clemensstraße, die diesen Schrottplatz empfiehlt. Wo ist unser Freund? Oh, ihr Verdammten. Oh. Hey, nicht schlafen. Hey! Lass gut sein, Max. Die träumt. Tatsächlich. Aber ich fessel sie. Nicht, dass sie noch auf dumme Gedanken kommt, wenn sie wach wird. Da vorne liegen Seile. Komm, Jana, hilf mir mal. Max nahm zwei Seile und legte die bewusstlose Frau auf den Bauch. Jana nahm ihre Hände und Max fesselte sie. Danach wurden die Beine ebenfalls fachgerecht festgeschnürt. So, jetzt entkommt sie uns nicht mehr. Das stimmt.
Kannst du die Waffe bitte nehmen? Na klar, kann ich. Sag mal, was ist los mit dir? So frech und energisch habe ich dich ja noch nie erlebt. Das war gespielt, Max. Ich hatte in Wirklichkeit riesige Angst und dachte, dass sie uns angreift und so. Deswegen habe ich so reagiert. Komm mal her. Lass dich drücken. Du warst echt spitze. Aber selbst ich hatte Angst, dass du deine Drohung wahr machst. Es hat bestens funktioniert. Danke, Max. Ich überlege nur gerade, was wir gemacht hätten, wenn es doch 3 oder 4 Leute gewesen wären. Oh, Scheiße. Was ist denn? Die Kameras sind noch an. Schnell, lass uns zum Bungalow. Die Waffe haben wir ja. Hoffentlich beobachtet uns keiner. Schnell, wir müssen verdammt vorsichtig sein. Bleib nicht hinter mir. Max und Jana rannten zur Tür des Bungalows und durchforsteten die oberen Räume. Doch mehr als Büros und eine kleine Küche sahen sie nicht. Plötzlich hörten sie Schreie, die aus dem Keller kamen. Das kommt von unten. Schau, Jana, da ist eine Treppe. Er schreit da bloß. Das werden wir gleich hoffentlich sehen. Noch ist das dunkel. Psst, leise. Schau mal, hier sind 3 Türen. Die erste ist offen. Da hört wohl jemand Musik. Komm, wir schauen vorsichtig rein. Ich höre nichts mehr. Keine Schreie. Ich auch nicht. Geh zur Seite. Hände hoch. Oh, Scheiße. Niemand hier. Mann, habe ich Angst gehabt. Oh Gott. Schau mal, der Überwachungsraum. Schau, hier liegen Schlüssel. Und dort steht ein Telefon. Ich rufe die Polizei an. Was ist das für ein Geräusch? Das hört sich gar nicht gut an. Wie eine Säge oder sowas. Schau, dort ist ein Stromkasten. Und sieh mal dort, eine Taschenlampe. Hey! Ja! Ja, 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 schrei weiter, meine Hübsche. Hilfe! Die Hälfte deiner Haare ist ab. Nein! Sieh los! Verdammter Dreck, was ist das denn? Kein Saft mehr auf dem Rasierer. Und dunkel ist es jetzt ja auch. Na, warte, mein Girl. Gleich geht's weiter. Hey, Schatz, schließ mal auf. Der Strom geht nicht mehr. Der Strom ist... Flossen hoch. Na, wird's bald? Ach du Scheiße, was wollt ihr denn? Oh Gott, Kevin! Na, warte, Mach die Pistole! Scheiße! Verdammter Clan! Na, wartet! Jana, die Pistole! Schnell! Keine Bewegung, oder ich schieße! Ach was, Püppchen! Das wagst du doch eh nicht. Okay, okay. Ich nehme die Hände hoch. Noch ein Schritt und ich schieße ihn in die Eier. Bitte, was? Jana. Max, die Schlüssel auf dem Stuhl, schnell. Ich komme schon. Stell dich auf den Stuhl und schließe die Ketten da oben auf, bitte. Wird gemacht. Schieb den Tisch aber erst zu mir. Gesagt, getan. Während Jana den Glatzenmann in Schach hielt, schob Max den Tisch unter Kevins Füße. Danach befreite er seinen Freund von den Ketten. Ich danke dir. Oh, Scheiße, meine Handgelenke. Oh mein Gott, die sind ja ganz blutig. Egal, schnell die Hose drüber. Das Hemd an. So. Kevin, geht's dir gut? Mir ging es nie besser. Ist doch schön, euch zu sehen. Kevin, übernimmst du meine Arbeit hier? Ja klar, gib her. Verdammter Dreck! Umdrehen, na los. Kann mich jemand befreien? Klar, ich komme. Annemarie, bist du das? Ja, Jana. Ihr kennt euch? Ja, vom Tanzkurs. Das gibt es ja gar nicht. Was hat dieses Schwein mit dir gemacht? Dieses elende Schwein hat meine Haare abrasiert. Aber Gott sei Dank nicht ganz. Warte, ich helfe dir. Sag mal... Habt ihr den Strom ausgemacht? Na klar. Ich mache ihn eben wieder an und rufe dann die Polizei. Wir lassen den Strom lieber noch was aus. Hier, Jana, nimm mein Handy. Und bestell für Annemarie gleich auch einen Arzt. Jana rief die Polizei und einen Notarzt. Max befreite Annemarie, die sich kaum auf den Beinen halten konnte. Und Kevin hielt seinen Gegner weiter in Schach und berichtete seinen Freunden die ganze Sache. Erst jetzt wurde den Studis bewusst, welche Qualen Tom wohl durchlebt haben musste.
Nach kurzer Zeit hörten sie schon die Polizeisirenen und Jana lief hoch, um ihnen den richtigen Weg zu weisen. Mit einem Polizisten kam sie zurück. Na, wie sieht es denn hier aus? Diesen Dreck verdanken Sie diesem Mann hier. Massaker kann ich dazu nur sagen. So, so, so. Was hat denn der gute Adrian Link wieder angestellt, hm? Sie kennen ihn? Wird ja immer besser. Er ist der neue Besitzer dieses Schrottplatzes hier und wollte sich nach seiner Knastzeit ein neues Leben aufbauen. Vor 6 Jahren hatte Link mehrere Frauen und Männer in seiner Obhut gehabt und sie körperlich misshandelt und verunstaltet. Und wie ich sehe, hat der gute Herr wohl nichts dazugelernt. Verdammt! Wie schrecklich! Ach, so ist das. Auch mit so einer fiesen Masche wie bei unseren Freunden? Welche Masche? Er lässt die Autos von seiner Freundin abschleppen oder knacken und... Ach du Schreck, die Frau, die muss hier noch irgendwo sein. Aber Kevin, wären wir hier, wenn sie hier noch irgendwo hausen würde? Die liegt gefesselt zwischen den Autoreihen. Ihr Studenten schon wieder. So langsam werdet ihr stadtbekannt. Also irgendwie stolpern wir immer aus Versehen in irgendwelche traumatischen Erlebnisse. Na, wenigstens klärt ihr das auch immer schön auf. Hm? Wer ist das blonde Mädchen dort? Das ist Annemarie Nowak. Ein weiteres Opfer, bei dem der Mistkerl fast den ganzen Kopf kahl rasierte. Und die Augenlider ganz schwarz tätowieren wollte. Schubert, anschellen und abführen. Das wird ein langer Gefängnisaufenthalt. Das werdet ihr noch alle bitter bereuen. Hört ihr? Bitter bereuen! Ey, nicht so toll! Also Schubert, führe ihn ab. Um die gefesselte Frau kümmere ich mich. Euch muss ich bitten, mit ins Präsidium zu kommen. Ich brauche eure Aussagen. Auch Ihre, Frau Nowak. Natürlich. Was machen deine Handgelenke? Die Schmerzen. Ich möchte mich bei euch bedanken. Wenn ihr nicht gewesen wärt, dann wüsste ich nicht, wie ich jetzt aussehen würde. Annemarie lehnte sich an Max' Schulter und weinte. Adrian und die inzwischen wache Natascha Link wurden von der Polizei abgeführt. Ein Notarzt versorgte Annemarie. Sie sollte doch zur Beobachtung ins Krankenhaus. Somit konnte sie ihre Aussage erst später abgeben. Nicht aber die Studis. Sie fuhren mit Janas Auto zum Präsidium, um ihren Bericht zu Protokoll zu geben. Auch Tom sollte noch befragt werden. Die Studis erzählten von diesem Serum, was Tom wohl intus hatte. Bei der Durchsuchung, die ein Einsatzkommando vornahm, wurde die Droge sichergestellt. Es war eine Art Serum, das einen um den Verstand bringt. Das Mittel hatten die beiden aus verschiedenen Apotheken entwendet. Und da es nur in einer hohen Dosis zum Gedächtnisschwund führt, brauchte man davon eine ganze Menge. Die Studis wollten jetzt auf jeden Fall wissen, wie es Tom ging und ob er sich jemals an diesen Vorfall erinnern können wird. Auch das Geschenk von Kevin sollte durch alle drei noch überreicht werden. Der Schrottplatz wurde bis auf Weiteres gesperrt. In dieser Nacht schliefen Max und Jana bei Kevin. Zwischendurch wurde Kevin vom Präsidium angerufen, die mitteilen wollten, dass Toms Auto nie auf dem Schrottplatz gestanden hat, sondern von der Autoknackerin Natascha Link in einer Nebenstraße abgestellt wurde. Nach 4 Stunden Schlummerzeit machten sich die Freunde am nächsten Morgen auf den Weg zur Uniklinik. Und was für eine Überraschung! Tom lag auf einer normalen Station, war wach und lächelte seinen Freunden entgegen. Hey Tom. Hallo Tom. Tom, wie geht's dir? Hey ihr drei, ach, wie schön euch zu sehen. Alles klar? Naja, ihr wisst ja mehr als ich weiß. Meine Eltern haben mir schon alles erzählt. Die waren bis gerade eben da. Muss jetzt erstmal mit meiner Glatze klarkommen. Und du kannst dich wirklich an nichts mehr erinnern? Nein, ich weiß nur noch, dass ich auf diesem Schrottplatz war und dann irgendwann bei dir vor der Tür stand. Aber wie bist du dorthin gekommen? Ich weiß es nicht. Dann wird das wohl vorerst auch ein Geheimnis bleiben. Habt ihr denn was rausfinden können? Ich kenne euch doch. Ja, eine ganze Menge. Aber das erzählen wir dir lieber ein anderes Mal. Erst musst du wieder gesund werden. Mir geht's eigentlich schon wieder ganz gut und ich bin sehr neugierig. Ich glaube, du möchtest das gar nicht wissen. Aber klar doch. Hey, wir sind doch Freunde. Wir machen ein Abkommen. Wenn du hier rauskommst, dann treffen wir uns alle und wir berichten dir. Also gut, ich verstehe euch ja. Ihr denkt euch dabei sicher was. Na klar. Aber eine gute Nachricht haben wir. Dein Auto wurde nicht abgeschleppt, sondern geknackt, in einer Seitenstraße abgestellt. Es war also eine Falle. Sehr tröstlich. Aber meine Augen sind immer noch schwarz umrandet. Das muss wohl tätowiert worden sein. Schau mal, ich habe dir eine schöne Kappe mitgebracht. Die schenke ich dir. Und meine Mama kriegt das mit deinem Auge schon wieder hin.
Du kennst sie doch. Oh, danke, die Kappe kann ich gut gebrauchen. Und das mit deiner Mom als Maskenbildnerin ist eine gute Idee. Na, da wird deine Mama bestimmt viel zu tun haben. Ob der Penner wohl schon da war? Welcher Penner? Also, das war so. Ach, herrje. Was ist los? Kevin, komm her. Alles Gute zum Geburtstag. Wegen mir habt ihr gar nicht feiern können. Danke dir. Dafür kannst du nichts, Tom. Es war halt Schicksal. Wenigstens konnten wir das Verbrechen aufklären und Schlimmeres verhindern. Wir holen die Feier einfach nach. Eigentlich könntest du das Essen hierher bringen. Im Backofen kann man sicherlich noch mal gut alles warm machen. Sehr gute Idee, Jana. Hier im Krankenhaus? Das wäre doch was. Also gut. Aber bevor du gehst, wir haben da noch was für dich. Genau, extra für unseren Allround-Sportler. Jetzt bin ich aber neugierig. Was ist es denn? Hier, bitteschön. Pack aus. Na, da bin ich ja mal gespannt. Oh, seid ihr verrückt? Das gibt's ja gar nicht. Für dein Mallorca-Unterwasserurlaub. Das ist der Hammer. Vielen Dank, ihr Lieben. Du hast es dir verdient. Das hättest du nach dem gestrigen Abend auch. Wenn sie nicht stehen bleiben, dann schieße ich ihnen in die Eier. Das hat gesessen. Der Typ hat sich doch glatt die Hand vor den Schritt gehalten. Und zu seiner Freundin sagte sie, bleib stehen, sonst blase ich ihnen die Titten weg. Also Jana, ich fasse es nicht. Habe ich vielleicht viele gute Dinge verpasst? Naja, ob die alle gut waren. Auf jeden Fall waren die filmreif. Und jetzt werde ich das Essen holen. Lecker! Hunger! Juhu! Studis Clan 5. Schrottplatz des Grauens. Die Rollen und ihre Darsteller. Erzähler: Detlef Thams. Kevin: Sebastian Becker. Max: Marcel Kubik. Tom: André Heister. Jana: Marie Natusch. Adrian: Sven Matthias. Natascha: Sabine Graf. Frau Tister: Anja Giesler. Herr Tister, Markus Raab. Schwester Anne, Anne Kahnwald. Annemarie, Dagmar Bittner. Penner Karl, Andreas Hegewald. Dr. Teichert, Joachim Klotz. Sascha, Marco Rosenberg. Polizist, Martin Otto Wertsch. Verkäuferin, Jennifer Tutlis. Skript, Marcel Kubik. Lektorat, Detlef Thams. Schnitt und Regie Sascha Kiss. Regieassistenz Andreas Hegewald. Musik Tim Gößler. Titelmelodie Alexander Gülke. Zusätzliche Musik von Yamendo.com. Josh Woodward, Swan Song. Leslie Hunt, American Dream Man. Soundeffekte Sascha Kiss, Meinhard Schulte, freesound.org und soundsnap.com. Cover Layout Sven Matthias. Hörspielprojekt Intro produziert von Wolf Nils Bartels. Introsprecher Ecki Belle.